Wir hängen an der Wand an einer einem Vorsprung. Ich vermute jetzt mal, dass ich jetzt laufen muss. Und zwar sehr schnell. Lara, lauf! Ja! Geht doch! Da soll nochmal einer sagen, die Frau taugt zu nix. Okay, dorthin ist bestimmt irgendein Secret, aber das Secret... Oder wo komme ich da hin? Ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich bekomme erstmal unbeweglichen Boden unter den Füßen. Okay, hier scheint es ein... Okay, dieser dicke Block, der soll wahrscheinlich runterfallen. Wozu der dann nützlich ist, ist fraglich. Egal, ich glaube nicht, dass hier unsere Reise endet in diesem Raum. Ich bezweifle dies sogar, weil es wäre ja ein bisschen komisch. Weil der Raum ja noch so groß und so weit nach oben geht. Oh, noch ein Medipack. Medipack gibt es hier so oft wie Sand am Meer. Hat sie jetzt eine Grube dort unten aufgetan? Irgendwie nicht. Okay, jetzt muss sie sich so hin... Ein... Munition! Boah! Der Schatten! Boah! Bring mich halt um. Okay, anscheinend ist der Bewegungsmechanismus jetzt... futsch im Eimer. Kann ich das wieder ausfahren oder was? Nee. Okay, der Bewegungsmechanismus scheint im Eimer zu sein. Okay, da hinten ist so ein großes Medipack. Kommen wir hier hin? Ja. Ach, wie wunderbar das heute geht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Lara springt doch immer durch die Pfosten, oder? Doch, es geht. Genial, noch ein großes Medipack. Ich decke mich heute ein mit Medipacks. Sollten wir aber nicht so viel Leben verlieren. Wuhu! Sehr schön, es läuft wie am Schnürchen. Kontrollpunkte liebe ich über alles. Klar, der Bewegungsmechanismus wurde durch diesen netten Onkel deaktiviert. Das bedeutet jetzt aber auch nicht unbedingt, dass es uns weiterhilft. Ich würde nämlich jetzt gerne hier nach oben. Guckt euch das an. Dieses Teil schwebt in der Luft. Es ist nirgendwo befestigt. Es schwebt einfach nur in der Luft. Das ist sehr, sehr interessant. So, lass mal los, Lara. Dieser Block ist hilfreich, glaube ich. Wir müssen ihn schieben. Aber was ist, wenn er uns runterfällt? Ich glaube nicht... Ah, deswegen die Begrenzung am Rand. Wahrscheinlich fällt er gar nicht runter. Er kann nicht runterfallen. Okay, wir ziehen. Ziehen ist immer besser als schieben. Guckt euch das an. Diese kleinen Teile verhindern den Block vom Runterfallen. Oder behindern den Block beim Runterfallen. Nein! Nach hinten, Lara. Schaut sich das einer an. Der Block hilft uns wirklich. Ich glaube, es wäre aber noch besser, wenn wir ihn jetzt hier rüberschieben würden. Nee, es wäre nicht besser. Wir lassen los und schieben ihn wieder zurück. Ziehen ihn wieder zurück, eher gesagt. Aber irgendwie nützt uns dieser Block gar nichts, weil Lara nicht so hoch springen kann. Oder wartet mal, ich habe noch eine Idee gleich. Die probieren wir gleich aus. Theoretisch könnten wir den Block auch hier hinstellen. Oh, oh, oh. Das war Wahnsinn! Das ist ja ein Wahnsinn! Nein! Das ist kein Wahnsinn jetzt! Nein! Okay, egal. Wir hängen hier oben, können wieder hier rüber gehen. Und jetzt hier rüber gehen und nach oben springen. Das ist ja so wunderschön, dass das funktioniert. Toll, wir können... Welchen Weg sollen wir nehmen? Den Weg über den Scarabeus-Schalter? Ich glaube, das bleibt uns nur einer. Wir können gar nicht hier hoch. Tatsächlich, es bleibt uns nur einer. Nein, doch nicht schon wieder.
Und nochmal das Ganze. Ah ja, der ist ja oben, da kann ich ja schnell hochgehen. Okay, schön, dass ihr diese Chance zum keine Ahnung, wie nennt man diese Chance? Dass man einfach diese Chance bekommen hat, dass man nicht direkt... Okay, hier oben ist nichts. Oder? Doch. Hier ist etwas, aber da vorne ist ein Tor. Okay, ein Tor. Und das Tor ist zu. Ah, wollte er mich jetzt verarschen? Wollte mir jetzt Aha! Wetten, das Ding geht wieder auf, wenn ich nicht schnell genug bin. Ja! Diese Mechanismen haben die Leute von Eidos oder Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, genau. Sie haben diese Effekte gelebt, dieses... Okay, jetzt schnell E drücken. Und schneller! Ja! Okay, der Raum ist etwas klein. Jetzt sind wir eingeschlossen. Toll! Aber ich denke mal, die Tür wird sich durch diesen Schalter wieder öffnen. Genau, die Katze fällt runter. War dort oben nicht die Katze? Ich hab gedacht, dort oben wäre die Katze gewesen. Oder habe ich mich da jetzt geirrt? Okay, jetzt erschließt sich auch für mich... Nein, Mann! Stirb! Ich muss sie sterben lassen. Tut mir leid. Sonst kriege ich dort unten einen Kontrollpunkt, kann den ganzen Weg nochmal nach oben machen. Lara, stirb! Das tue ich nicht gerne, aber ich habe keine Lust, den ganzen Weg nach oben noch einmal abzulaufen, weil das wäre echt ätzend. Lara ist ein U-Boot, das durch die Welten der ägyptischen Mythologie taucht und jetzt Atemprobleme bekommt. Sie kann aber lange unter Wasser bleiben. Und sie kann auch schnell schwimmen dabei. Jetzt darf ich Medipacks einsetzen. Mache ich aber nicht, weil ich sie ja sterben. Ich will sie töten. Ihr schickes Motorrad. Warum hat sie es eigentlich nicht in den Ruinen dabei? Das wäre doch lustig. Okay, wartet mal. Vielleicht kann man sich auch da... Ich glaube, da kann... Okay. Eigentlich wollte ich jetzt versuchen... Ist hier noch dieser komische... Ja! Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ja! Wahnsinn! Das war jetzt echt wieder so eine fiese Sache, weil das hat man einfach nicht sehen können. Man wusste einfach nicht. Man konnte einfach nicht sehen, dass dort solche Vorsprünge waren. Okay, wir befinden uns jetzt ganz hoch. Ja, Wahnsinn. Wir waren doch nicht unter der Katze, aber jetzt kennen wir einen Weg, um unter die Katze zu kommen. Die Musik nimmt Anspannung auf. Dorthin ist ein Secret. Nehmen wir diesen Weg. Okay, wir sind hoch über den Ruinen. Ich sehe nichts mehr. Die Aschewolke hier ist mir irgendwie im Weg. Die Sandwolke. Was nützt mir das, wenn ich jetzt darüber springe? Ich springe sofort in den Tod. Toll. Und wenn ich hier rüber gehe, nützt es mir genauso wenig. Ich glaube, auf Deutsch nennt man das eine Sackgasse. Ach komm, a secret. Wo? Wo? Lara, schwimm schneller! Da vorne warten Freunde auf dich. Pumpgun. Oh oh, sie haben mir in den Po gebissen. Ich kann den Adrenalin-Modus noch immer nicht so blendend. Wartet mal. Aber ich kann über die Viecher drüber springen. Das kann ich gut. Okay. Das war's. Mit unseren Krokodilfreunden. Genial, wir
haben heute richtige Welten, ägyptische Welten bewegt. Okay, ich denke vor dieser großen, gigantischen, schönen aus. Mir fällt der Name dieses Gesteins nicht ein. Es gibt einen Namen dafür. Das ist ein ganz teurer, seltener Stein, aber egal. Jedenfalls, ciao, bis zum nächsten Mal. Wir müssen hier aufhören. Der Timer hat geklingelt.